Die Gebrauchsfähigkeitsprüfung muss alle 12 Jahre nach Inbetriebnahme einer Gasleitung durchgeführt werden. Um die Gebrauchsfähigkeitsprüfung mit dem Träger P7TS durchzuführen, brauchen Sie das Träger MSI P7TS, den Brennerdruckschlauch, eine gasbefüllte Leitung mit Betriebsdruck. Bitte achten Sie darauf, dass die Leitung zu allen Verbrauchern geschlossen ist. Starten Sie Ihr Träger P7TS, indem Sie die Tasten F und H gleichzeitig drücken. Nach dem Systemcheck ist das Träger P7TS einsatzbereit und Sie können Ihre Auswahl im Hauptmenü treffen. Wählen Sie im Hauptmenü Gasleitungen mit den Pfeiltasten und drücken Sie anschließend die Taste F oder wahlweise den Softbutton Auswahl zum Bestätigen. Wählen Sie im folgenden Menü Gebrauchsfähigkeit und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der Taste F oder wahlweise den Softbutton Auswahl. Wählen Sie nun zwischen der Leckmessung Standard oder Leckmessung mit Regler und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der Taste F oder wahlweise den Softbutton Auswahl. Die Leckmessung Standard kommt zum Tragen, wenn in der zu prüfenden Leitung kein Druckregler installiert ist. Zusätzlich zur Leckrate ermittelt die Leckmessung Standard das Volumen der Leitung. Die Leckmessung mit Regler wird angewendet, wenn in der zu prüfenden Leitung ein Druckregler installiert ist. Dabei wird die Druckregelung berücksichtigt und eine Druckvorabsenkung sorgt dafür, dass der Druckregler geöffnet ist und dass kein Gas bei der Messung nachströmen kann, damit die Messung nicht verfälscht wird. In unserem Fall werden wir eine Leckmessung Standard durchführen. Wählen Sie die Gasart aus, mit der die Leitung befüllt ist und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der Taste F oder wahlweise den Softbutton Auswahl. Daraufhin stellen Sie den Betriebsdruck der Installation, siehe hierzu Typenschild der Anlage, mit den Pfeiltasten ein. Standardmäßig ist ein Betriebsdruck von 23 Millibar eingestellt. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit Weiter. Das P7TS fordert Sie nun auf, eine Schlauchverbindung zur Installation herzustellen. Stecken Sie dazu den Brennerdruckschlauch auf den Plus-Millibar-Anschluss des P7TS und den Messnippel der Installation. Sobald eine Verbindung zwischen dem P7TS und der Leitung besteht und ein Betriebsdruck anliegt, wird die Schaltfläche Weiter eingeblendet. Beim Spülen wird die gesamte Innenverschlauchung des P7TS mit dem in der Leitung verteilten Gas gespült, um ein perfektes Messergebnis zu erhalten. Auf das Spülen folgt die Stabilisierung, die abhängig von der Stabilität der Druckverhältnisse in der Gasleitung zwischen 5 und 15 Minuten dauert. Im Anschluss an die Stabilisierung fordert das P7TS Sie dazu auf, die Hauptabsperreinheit der Gasleitung zu schließen. Sofern die Option des automatischen Starts in den Einstellungen des P7TS aktiv ist, startet die Messung nun automatisch. Andernfalls starten Sie die Messung, indem Sie weiterdrücken. Nachdem die Messung der Leckmenge abgeschlossen ist, zeigt Ihnen das P7TS die Ergebnisse der Messung an. Im Anschluss gelangen Sie mit Weiter zur Dokumentationsansicht, wo Sie wie gewohnt zur Messung zurückkehren können, eine neue Messung starten können, die Messung speichern oder drucken können oder zum Hauptmenü zurückkehren können.